Ike Krüger. 7 Tage, ein Kopf. Liebe Freunde des gratulierenden Internets, nächsten Dienstag habe ich Geburtstag. Ja, ich bin Schütze, heißt das. Stellt euch mal vor, ich wäre eine Woche später geboren worden, dann wäre ich jetzt tolerant, großzügig und freundlich. Ja, 70. Geburtstag. Letzte Woche hat mich Greta Thunberg angerufen und hat mich gebeten, doch lieber elektrische Kerzen für meine Geburtstagstorte zu nehmen, wegen der Erderwärmung. Und jetzt sind zum ersten Mal die Kerzen teurer als die Torte. Ja, wenn ich nächste Woche am Sonntag in der Kirche in die Kollekte 10 Euro reintue, dann ist das quasi für mich eine Investition in die Zukunft. Am besten ist es wahrscheinlich, ich ziehe nach Bad Sassendorf. Bad Sassendorf, das ist der Ort in NRW, der hat das höchste Durchschnittsalter in ganz Deutschland. Die feiern 70. Geburtstag noch als Kindergeburtstag. Ja, das Durchschnittsalter ist da 62. Aber eigentlich ist das 82, wenn man die ganzen Altenpfleger, Ärzte und Beerdigungsunternehmer abzieht. Man kann auch sagen, in Bad Sassendorf, da gucken sogar die jungen Leute noch ZDF. Ja, Freunde, aber so ein runder Geburtstag, das ist ja auch immer mal ein Anlass, zurückzublicken in seinem Leben. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber ich hatte ja eine fürchterliche Kindheit. Also mein Geburtstag, den haben wir zum Beispiel nie gefeiert. Ich weiß noch, an meinem 8. Geburtstag, da hat mich mein Vater so zur Seite genommen und da hat er mich dann auch gelassen. An meinem 10. Geburtstag habe ich dann gefragt, sag mal Papa, bin ich eigentlich adoptiert? Und hat er gesagt, ja, aber die Leute haben mich wieder zurückgegeben. Heutzutage habe ich immer Bodyguards um mich herum, weil ich bin, als ich 5 Jahre alt war, bin ich einmal gekidnappt worden. Und das waren Erpresser, die wollten meine Eltern erpressen. Und meine Eltern haben das dann natürlich auch sofort der Polizei gemeldet. Aber sie konnten dann den Beamten mich leider nicht beschreiben. Ja, Freunde, meine Eltern haben mich gehasst. Meine Eltern haben sogar ein Kind gemietet, das mich dann in ihren Urlaubsvideos gespielt hat. Aber meine Eltern waren auch sehr arm. Also wir waren tatsächlich wirklich arm. Ich musste zum Beispiel meine ganze Jugend mit meinem großen Bruder zusammen in einem Bett schlafen. Zum Glück hat er dann geheiratet. Da waren wir zu dritt. Wir waren so arm. Mein Vater, der hat sogar russisch Roulette mit Pfeil und Bogen gespielt. Meine Mutter, die musste beim Bäcker altes Brot kaufen. Bis zu meinem 16. Lebensjahr habe ich geglaubt, Vollkornbrot sei grün. Eigentlich mochte mich niemand. Nicht mal die Lehrer. Die Lehrer, die haben für mich persönlich Entschuldigungsschreiben gefälscht. Ich habe meine Lehrer aber auch gehasst. Also am meisten gehasst habe ich meinen Mathematiklehrer. Der wollte mich immer in Verlegenheit bringen. Einmal hat er mich an die Tafel bestellt und da sollte ich bis 10 zählen vor der ganzen Klasse und das aus dem Kopf. Ja, aber einmal war es schön, da war ich verliebt in meine Sportlehrerin. Die war super, war 12. Klasse, das war toll, hat dann aber auch irgendwie nicht zusammengepasst. Sie war 18 und ich 36. Naja, aber sie hat damals 100%ig in mein Poesiealbum reingeschrieben und ich habe mein altes Poesiealbum habe ich gefunden und da stehen bestimmt ganz nette Sachen für mich drin. Ihr kennt ja so Poesiealben. Ich schlage mal einfach eine Seite auf. Da steht hier zum Beispiel: Lieber Michael, durch Zufall lernten wir uns kennen, doch leider nur für kurze Zeit. Bald mussten wir uns wieder trennen. Leb wohl in alle Ewigkeit. Dies schrieb dir deine Mutter. Da denke ich mal drüber nach.